организации выставки и в том числе за ее продвижение. Спасибо большое. Приглашаем вас понаблюдать или поучаствовать в этом процессе. Ich bin jetzt hier in der Almaty-Galerie in Almaty, Kasachstan. Und wir haben hier heute Abend die Eröffnung von einer Ausstellung, in der es sich um den Apfel dreht, oder um die Äpfel. Also einmal um alte Apfelsorten aus Deutschland, die wir hier mitgebracht haben, in der Form von Mail. Und auf der anderen Seite aber auch eine Recherche zum Marius Sieversi. Das ist der kasachische Wildapfel, der Urahn aller europäischen Kulturapfel, oder weltweiten Kulturapfel ist. Mein Projekt ist ein Projekt, was ich seit 2014 zusammen mit dem polnischen Künstler Paweł Freisdorf mache. Das nennt sich Der Apfel, eine Einführung. Immer und immer und immer wieder. Und genauso ist es auch. Wir haben das bis jetzt, also das ist jetzt das 9. Mal, dass wir dieses Projekt machen. Es ist jedes Mal anders. Es sind immer andere Formen an. Es kommen auch von uns beiden noch andere Variationen dazu. Aber vor allem ist es anders, weil wir immer in andere Situationen kommen. Denn Teil des Projekts ist eben die Ausstellung, dass wir mit Aktivistinnen arbeiten, dass wir Räume pflanzen, dass wir auch mit der Kulturaktivität machen. Und dass wir versuchen, also sozusagen an den Orten, wo wir sind, uns in Verbindung zu setzen, auch mit den Menschen, die lokal schon was für die Biodiversität und für den Erhalt von alten Apfelsorten tun. Was ich spannend finde, ist, dass der Apfel sich auch eignet, um globale Geschichten zu erzählen. Also im Grunde natürlich, wir sind hier in einem ganz anderen Land, einer ganz anderen Kultur, aber wir sind verbunden durch diese gemeinsame Kulturgeschichte, also Hortikulturgeschichte. Wir sind verbunden durch einen ähnlichen Gebrauch von dieser Frucht. Ja? Und wir sind verbunden durch Kindheitserinnerungen. Also, und gleichzeitig sind wir aber auch verbunden durch diese eben auch globalisierte Standardisierung, die heute passiert durch eben den industriellen Anbau, durch den Handel. Also die Welt ist eigentlich viel ähnlicher, als dass sie unterschiedlich ist. Und wir haben auch immer hier so ein Legen von einem Apfelornament zusammen. Wir haben immer Live-Musik dabei. Das sind alles Kulturformen, die für mich irgendwie zusammengehören, dass man halt eben gemeinsam was tut. Und da hat man Erntedankfeste. Und diese ganzen Traditionen, die die Menschen auch so nah an die Pflanzen oder Tiere drangebunden haben, ja, die sind halt eben heute unterbrochen. Und wir müssen schauen, glaube ich, wenn wir wirklich Biodiversität erhalten wollen, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass wir es praktizieren. Und dass wir das auch mit Freude tun, ja, und gemeinschaftlich machen. Ich bin Brigitte Hofer und komme aus Heidelberg, Deutschland, und bin Botanikmalerin. Das heißt, ich male Pflanzen und Früchte. Und kümmere mich in den letzten Jahren darum, all das zu malen, was wir zu verlieren drohen. Ich spüre hier eine unglaubliche Leidenschaft und also eine Verbundenheit dem Apfel gegenüber, was ja auch verständlich ist. Der Apfel kommt nun mal aus Kasachstan. Und ich denke, dass hierher jetzt auch zu der Ausstellung Menschen kamen, die sich dafür interessieren, die sich dafür brennen und sich dafür einsetzen, dass der Apfel erhalten bleibt, der Wildapfel auch erhalten bleibt. Denn das ist natürlich ein unglaubliches Potenzial, solche Bäume zu haben, weil man ja auch aus diesem Apfel, aus den Samen wieder neue Sorten züchten kann. Aber das muss man natürlich auch sagen, dass viele der alten Sorten richtige Schönheiten sind und auch eine Eigenart haben. Das macht es für mich einfach auch schön, solche Äpfel in der Hand zu halten. Diesen Duft zum Beispiel auch von dem Apport. Als ich den jetzt hier auf der Straße, meinen ersten Apport, vorgestern kaufen konnte bei einer älteren Dame, die so ein paar Äpfel verkaufte und daran riechen konnte, es war umwerfend. Fand ich ganz, ganz besonders. Und das macht mir wirklich schon das Herz auf. Ich wünsche mir sehr, dass mehr Menschen darüber nachdenken und möglichst solche Apfelsorten auch kaufen wollen.
also die Äpfel kaufen wollen, aber auch Apfelbäume dieser Sorten anpflanzen. Individuality, because every apple is also an individual. But together we can do something that is beautiful.